Jeden Abend von 18 Uhr bis 18.15 Uhr live hier aus unserem Studio. Und wenn die Nachrichten dann vorbei sind, wissen wir zum Beispiel, wie die Oberbürgermeister der Region die Themen des Tages bewerten. Was aber, sagt Michaela Müller aus Rastatt zu den gesunkenen Arbeitslosenzahlen? Und wie stark leidet Klaus Müller aus Karlsruhe unter den vielen Baustellen auf der Straße? Werden Sie ein Teil von Baden TV und kommen Sie direkt in die Sendung, zum Beispiel per Webcam vom heimischen Computer aus. Baden TV, Fernsehen ganz neu, das versprechen wir. Am 1. Mai geht's los. Wir freuen uns auf Sie. So, wir zählen runter. Noch müssen wir ein bisschen warten, aber ich glaube, hier in Karlsruhe ist die Stimmung wie? Wie ist die Stimmung? Jetzt hätte ich das Ganze beinahe schon abgekürzt. 15, 14 und ich zähle auf Sie alle und auf Sie auch, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Eine neue Ära ist eingeläutet! So. Baden TV ist on air. Der Sendestart von Baden TV wird Ihnen präsentiert von Kabel BW. Peterstahler, die Mineralquelle aus dem Schwarzwald. Und EFA Tankstellenbetriebe. Ja, wir sind ein bisschen neidisch, dass wir nicht draußen in der Sonne stehen, sondern hier im Studio. Ich darf noch mal ganz offiziell sagen, hallo Karlsruhe, hallo Pforzheim, hallo Baden-Baden, hallo Südpfalz, hallo in die gesamte Region. Wir sind da, Baden TV ist da. Es ist für die gesamte Region ein nicht ganz unwichtiger Tag heute. Ich glaube, das kann man in aller Bescheidenheit sagen. Ganz besondere Grüße möchten wir aber ein paar Meter hier wegschicken in den Höpfner Burggarten. Da feiern wir heute unsere Sendestartparty. Ganz viele Menschen sind gekommen, feiern mit uns. Wir freuen uns sehr und wir haben eben schon gesehen den Karlsruher Bürgermeister Wolfram Jäger. Er hat den Sendestart eingeläutet. Bevor wir hier drin anfangen, wollen wir noch mal nach draußen schalten. Zu meiner Kollegin Sabine Schmidt. Die Stimmung hat ja ganz wunderbar geklungen. Ist der Burggarten denn voll, Sabine? Und wie er voll ist. Ist er voll, der Burggarten? Ha? Hier ist eine super Stimmung. Die Sonne scheint. Man könnte meinen, es ist Hochsommer. Und ich glaube, ich habe ja auch alles gegeben eben. Nein, die Stimmung ist auch so wunderbar. Zurück ins Studio. Da freuen wir uns. Trotz allem muss ich dich jetzt bitten, zu uns nach drinnen zu kommen. Bürgermeister Wolfram Jäger, bringst du bitte mit. Unser Studio ja nur ein paar Meter vom Burggarten hier entfernt. Ihr stoßt dann gleich hier in der Sendung zu uns. Bei mir die beiden Geschäftsführer von Baden TV, Max Barth und Günter Knappe. Max, unser Slogan lautet Baden TV, Fernsehen ganz neu. Warum ganz neu? Was ist bei Baden TV neu? Baden TV an sich ist, muss ich sagen, natürlich, erstmal sind wir jetzt erst auf Sendung, wir sind halt total happy, dass wir es geschafft haben. Es war nicht einfach, es war ein Riesenritt. Die ganzen Leute, die im Team mit dabei waren, haben auf diesen Tag, auf diese Sekunde jetzt gewartet, hingearbeitet, Nächte durchgearbeitet. Deswegen ist natürlich erstmal für uns alle alles ganz neu. Das Konzept ist allerdings auch sehr neu. Wir machen erstmal klassisches Fernsehen, das ist klar. Wir machen regionale Nachrichten, wir machen Magazinsendungen, gehen in die Tiefe, versuchen auch wirklich nachhaltig und relevant ein Programm zu liefern den Menschen in der Region. Aber wir haben auch ein interaktives Programm. Alle Menschen, die da draußen jetzt auch zuschauen, die im Internet haben oder ein Telefon haben, können sich an den Nachrichten live beteiligen. Sie können abends ab 18 Uhr bei uns anrufen, sie können über Skype mit Video sogar in die Sendung mit eingebaut werden. Also es gibt einen Haufen Dinge, wie die Menschen sich bei uns in die Sendung mit einbringen können. Ich glaube, das ist wirklich sehr neu. Günter Knappe, Baden TV ist in sehr kurzer Zeit entstanden. Ein neuer Fernsehsender ist geboren worden. Erzählen wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Liegen alle Leitungen? Steht die Technik? Mussten wir schwitzen? Es liegen alle Leitungen und die Technik musste schwitzen. Nicht nur die Moderatoren dann in den nächsten zwei Stunden, da haben wir es ein bisschen besser. Aber Max hatte schon gesagt, da ist vieles natürlich auch mit heißer Nadel deshalb zu stricken gewesen, weil
zum Beispiel auch das Erdbeben in Japan uns heimgesucht hat. Dort natürlich viel schlimmere Folgen für die Bevölkerung, aber es gibt im Moment keine Chips, es gibt keine Technik und manches hat man halt von dort bestellt. Insofern haben unsere Techniker, die ganzen Jungs hinter den Kulissen, Tag und Nacht in den letzten 8 Tagen, muss man sagen, gewirbelt, Max. Ich denke mal, das war eine ganz, ganz große Leistung. Und ich sage jetzt einfach auch mal, weil die stehen nicht vor der Kamera, ich sage mal Dankeschön an den Frank Schöber, an den Peter Juricic, an den Alexander Siebnig, den Lutz Leixenring ist mit dabei, Marco Herzog. Das sind die ganzen Jungs vom Internet angefangen. Über. Dann haben wir den Alexander Muckenhirn mit dabei, Danny Krämer, Joachim Knot. Das sind alles Menschen im Hintergrund. Und wenn ich einen vergessen habe, dann wissen die ganz genau, dass wir Danke zu sagen haben heute. Und jetzt sehen wir endlich, dass wir in der Live-Sendung sind. Genau. Schauen Sie mal, da kommt einer, ich kann ihn nicht erkennen. Aber Herr Jäger, ist der Bürgermeister. Grüße Sie. Kommen Sie zu uns, wir rücken ein bisschen zusammen. Günter Knappe, sind viele Gäste da. Du musst dich auch ein bisschen Ich würde jetzt wieder rausgehen und sage, ich mache den Pult frei. Wasser ist da, Frau Schmidt. Viel Vergnügen. Dankeschön. So, wir richten uns ein. Sabine Schmidt, Hallo. Auch dich werden wir öfter sehen bei uns im Programm. Deutlich bräuner als ich, müssen wir ehrlicherweise sagen. Kommst frisch aus dem Urlaub. Gut erholt? Ja, ich habe es draußen schon gesagt. Ich war ein paar Tage in Holland. Ich habe mir das gegönnt. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich jetzt ein bisschen brauner bin als du. Damit muss ich leben, aber du gehst den Wendestart jetzt ganz entspannt an. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich vor allem auch, dass du die erste Woche machst und ich dann erstmal ein bisschen zugucken kann, wie es geht oder was man vielleicht anders machen könnte. Nein, ich bin da ganz gute Dinge. Ich freue mich auch sehr auf meine erste Woche, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, weil es ist ja live. Definitiv, das hat man jetzt eben schon gesehen. Sabine Schmidt, frisch aus dem Urlaub. Es ist Urlaubszeit, nicht nur du warst im Urlaub. Oberbürgermeister Heinz Fehnrich aus Karlsruhe ist im Urlaub. Auch die erste Bürgermeisterin Margret Mergen ist im Urlaub. Herr Jäger, wir nicht, wir sind hier. Ein bisschen blasser, aber bei dem Wetter kann man sich, glaube ich, gut gehen lassen. Kein Problem und der Hüpfner Pult ist ja eine tolle Atmosphäre. Und der ist bei Ihnen künftig unmittelbar vor der Haustür. Der wird Sie sicherlich beflügeln, wenn Sie hier in diesen Räumen etwas sich zu stickig empfinden, gehen Sie raus, tanken frische Luft, die Bäume liefern Sauerstoff und der Sauerstoff wird Ihnen wieder Kraft und Schwung geben, die Sendung so durchzuziehen, wie wir alle erwarten. Sie sind genau an der richtigen Stelle für die Kultur zuständig. Was wünschen Sie uns denn für unseren Sendestart? Ja, ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie unsere Region auf der einen Seite widerspiegeln, so widerspiegeln, wie die Bürger es erwarten. Und auf der anderen Seite natürlich, dass dieses Widerspiegeln bei uns auch, beispielsweise im Rathaus, so ankommt, dass wir uns wiedererkennen in dem Spiegel. Dass Sie keinen Zerspiegel uns vorhalten, sondern dass hier, und ich erwarte dies auch und gehe davon aus, eine objektive Berichterstattung über unsere Arbeit im Rathaus bringen werden. Und ich denke, wir sind faire Partner, beide miteinander, wechselseitig. Deshalb bin ich heute auch gerne hier. Wir haben es eben gehört, Sie haben es nicht gehört, Sie waren gerade auf dem Weg ins Studio. Es wird viele neue Elemente geben bei Baden TV. Wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen. Stichwort Facebook, das wird eingebunden. Stichwort Skype, also die Zuschauer können sich per Webcam in die Sendungen einwählen. Das betrifft ja auch Ihre Arbeit, die Medien in einem rasanten Wandel. Fällt einem das schwer, da immer mitzukommen? Es fällt einem nicht ganz leicht. Ich habe 2 gute Berater. Meine beiden Söhne sind Informatiker. Und sind von daher Fachleute, die mich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologien und damit auch der Medientechnologien auf dem Laufen halten. Also unmittelbar beste Beratung. Das heißt, Sie nutzen es auch privat, Facebook zum Beispiel? Ganz direkt ich nicht, meine Söhne und meine Töchter auch. Aber so viel Zeit lässt mir mein Job gar nicht, dass ich zu Hause mich noch so breit einklinken kann in die sozialen in die Social Media, wie es heute Neudeutsch heißt. Sie haben es eben schon gesagt, Sie hoffen, dass kein Zerrbild entsteht. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zu den Medien? Ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Politik auch mal in der ersten Reihe steht, dann bekommt man ja auch mal auf die Füße getreten und sagt ja bestimmt auch mal, ach, das bräuchte ich jetzt nicht auch noch, dass da eine Kamera ist. Letztendlich kommen diese Momente vor, von denen Sie eben sprechen. Man ärgert sich dann insgeheim, aber man startet durch. Denn wenn man, wie ich jetzt über 25 Jahre in der Politik aktiv ist, dann wäre es eigentlich auch kein gutes Zeichen, wenn man immer nur ohne Kanten über die Runden gekommen wäre. Und es gehört einfach dazu, dass auch die Kritik, die die Medien ja auch als Aufgabe haben, die kritische Begleitung des Geschehens vor Ort, dass dies auch stattfindet. Das ist eine Form der letztendlich auch der Kontrolle, die der Bürger wünscht. Und von daher muss der Politiker das auch ertragen.
Ja, Max Barth, ganz klar müssen wir auch sagen, auf die Füße treten, das tun wir durchaus auch, ist unsere Aufgabe. Gehört dazu natürlich. Also ich denke mal, das ist der Ursprung allen Journalismus, dass man sowas zu tun hat. So kam das überhaupt erstmal zum Tragen, dieser Beruf, der schon sehr alt ist, manche mit Tatine auf Gutenberg. Wir haben die Zeiten so ein bisschen natürlich gewandelt und seit WikiLeaks sieht die Welt wieder ganz anders aus. Da bekommt auch das Bild des Journalismus einen ganz anderen Charakter, ganz andere Note. Und wir versuchen jetzt natürlich einerseits diese Werte, die auch von uns erwartet werden, in irgendeiner Form auch im Programm widerspiegeln zu lassen. Andererseits dürfen wir uns auch mit diesen neuen Möglichkeiten auseinandersetzen, die eigentlich auch ein ganz anderes Berufsbild auf einmal zur Folge haben beim Journalismus. Wir wollen unsere Runde gleich noch ein bisschen erweitern. Ingo Nawe ist da, der Vizepräsident der Landesanstalt für Kommunikation. Ich glaube, er hat sich den Sendestart aus der Regie angeschaut, hat es also gerade ein paar Meter, bis er dann bei uns ist. Herr Jäger, ich würde sagen, Sie dürfen wieder nach draußen in die Sonne. Ich sage vielen Dank, dass Sie da waren. Sabine, auch wenn du schon braun bist, darfst auch nochmal nach draußen. Wir sehen uns dann zum Ende der Sendung nochmal wieder. Genau. Danke Ihnen und Spaß noch. Bis dann. Tschüss. Herr Nawe steht schon bereit. Sie dürfen auch zu mir kommen. Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK, Sie sind der Vizepräsident. Ich glaube, wir müssen den Zuschauern das ganz, ganz kurz erläutern. Nicht jeder weiß es. Wer Fernsehen machen möchte, wer Radio machen möchte, privat, der braucht dafür eine Lizenz. Und Sie sind dafür zuständig. Wir haben von Ihnen also diese Lizenz bekommen. Sie haben gesehen, wie ein neuer Fernsehsender entstanden ist. Schönes Gefühl jetzt, wenn Sie da kaufen. Ja, es ist toll. Ich habe da gerade in der Idee aufgestanden und habe die letzten Sekunden mitgefiebert, dass es losging. Also richtig schön. Und ich denke, das ist ein... auch für uns kein routinemäßiger Moment, sondern es ist was ganz Besonderes, wenn ein Sender, den wir uns ausgesucht haben, auf den wir unsere Hoffnungen setzen, an den Start geht. Und Sie haben ja mit Sicherheit auch Erwartungen an uns. Wie sehen die konkret aus? Also die Erwartungen an einen Lokalsender sind für sein lokales Gebiet bzw. für sein regionales Gebiet, also die Region Karlsruhe, ein Impulsgeber zu sein, ein Ansprechpartner zu sein, ein Sender zu sein, der sowohl die wirtschaftlichen als auch die politischen, die kulturellen und auch die sportlichen Highlights der Region zeitnah abbildet und interessant abbildet. Die LFK ist aber jetzt nicht nur dafür zuständig, uns die Lizenz gegeben zu haben. Max Barth, die LFK begleitet ja regionales Fernsehen, auch unterstützt regionales Fernsehen, war eine große Hilfestellung. Ja, also muss ehrlich sagen, die Landesmedienanstalt, mit der man ja über die Dauer eines journalistischen Lebens hinweg fast über Jahrzehnte dann schon in Kontakt steht, ist eigentlich eine Institution, die ein sehr breites Spektrum bietet und bei der man auch, muss man sagen, immer wieder auch eine gute Hilfe findet, die auch so ein bisschen die Außensicht einem wahrt und wo man auch weiß, da kommt auch ab und zu mal ein gutes Feedback, auch ein Input, wo man sagt, Mensch, Achtung, schaut doch mal in die eine oder die andere Richtung. Auch jetzt in Vorbereitung zum Sendestart, bei der Konzeption, muss man ehrlich sagen, gab es immer wieder Gespräche mit Ihrem Haus, wo man sagt, Mensch, das eine oder andere ist gerade up to date, es gibt Kongresse, wo wir zusammenarbeiten, bei der TV.com zum Beispiel in Karlsruhe gibt es Kooperationen, wo man auch wirklich sich einen echten Input holen kann, wo man dankbar ist, dass es die Landesmedienanstalt gibt, die auch durchaus mal mit Fördermöglichkeiten dann auch ein bisschen unterstützen kann, aber ich glaube eher vor allem inhaltlich dazu da ist, uns auch ein bisschen zu unterstützen. Ja. Herr Nawe, es gibt regionales Fernsehen schon länger, das Rhein-Neckar-Fernsehen zum Beispiel 86, glaube ich, auf Sendung gegangen. Damals war ja alles noch ganz anders. In den letzten Jahren ging es irgendwie ganz rasant. Wie haben Sie da diesen Wandel, diese Weiterentwicklung erlebt? Ja, das Schöne am regionalen Fernsehen ist, dass es wohl angekommen ist bei den Zuschauern. Das war am Anfang, ist es natürlich schwierig, wenn man aus einer Welt kommt, die nur öffentlich-rechtliches Fernsehen kennt, und dann mit dem Hinzukommen der großen Privatsender wie RTL und Sat.1 hatte man auch ein bestimmtes Bild, aber man hatte noch keine Nahraumkommunikation. Und jetzt hat sich das regionale Fernsehen deutlich etabliert. Es ist ein wichtiger Informationsteil des Zuschauers, wenn er nach Hause kommt. Was ist bei mir in der Region passiert? Kann ich es auch zeitunabhängig sehen? Auch da ist das Repeaten natürlich ein gewisser Vorteil, dass man sagen kann, ich muss jetzt nicht um 16 Uhr oder um 15.30 Uhr die Sendung sehen, ich kann sie noch später sehen und ich bin jederzeit in der Lage, mich zu informieren, möglicherweise auch schneller, als die Tageszeitung es am nächsten Tag bringen kann. Herr Nawe, danke schön für Ihren Besuch hier bei uns. Max, wir sehen uns gleich nochmal. Außerdem schalten wir gleich nochmal nach draußen in den Burggarten. Unsere rasenden Reporter sind dort natürlich für uns unterwegs und fangen Atmosphäre und Stimmen ein. Bis gleich. Der Sendestart von Baden TV wird Ihnen präsentiert von Kabel BW. Peterstahler, die Mineralquelle aus dem Schwarzwald. Und EFA Tankstellenbetriebe.
Kabarett bei Baden TV. Roland Meier ist Karl-Heinz am Tresen. Dienstag, 18.45 Uhr, schalten Sie ein. Meine Damen und Herren, am nächsten Sonntag in der Karlsruher Runde sehen Sie hier im Hüpfner Schalander Max Barth, den Geschäftsführer von Baden TV. Wir machen die erste Sendung im neuen Format und mit dem neuen Sender über den neuen Sender. Hören Sie, was Sie erwartet, was wir für Möglichkeiten haben, was wir Ihnen bieten können, und schalten Sie ein. Foto und Co., das Tiermagazin auf Baden TV. Wöchentlich bekommen Sie gute Unterhaltung und wichtige Informationen rund ums Tier. Ob Tierheim, Zoo oder Reiterhof, Sabine Schmidt ist für Sie in der ganzen Region unterwegs. In unserem Tierarzt-Tipp erfahren Sie alles, was Sie im Ernstfall über Ihr Haustier wissen sollten. Foto und Co. jeden Sonntag ab 17.30 Uhr auf Baden TV. Demnächst bei uns im Programm das Kobus Wirtschaftsbarometer mit Zahlen, Fakten, Hintergründen über Politik, Handel und Wirtschaft erhalten Sie wöchentlich in unserem Magazin Kobus Wirtschaftsbarometer Baden-Württemberg. Schalten Sie ein, immer freitags ab 18.45 Uhr hier auf Baden TV. Schauen Sie rein. Bisschen Luxus wäre toll, aber das geben meine Zinsen nicht her. Yeah. Klar wollen wir bauen. Aber versuchen Sie mal, eine günstige Finanzierung zu finden. Top-Konditionen ohne Risiko. Die PSD-Bank bringt Sie mit Sicherheit ans Ziel. PSD-Bank. Hier ist günstig sicher. So, da sind wir wieder, haben die Besetzung ein bisschen gewechselt. Bevor wir aber weitersprechen, wollen wir nochmal, wie angekündigt, nach draußen schalten in den Höpfner Burggarten. Dort steht meine Kollegin Isabelle Chagnon und hat Gesprächspartner am Mikrofon. Ja, Andi, hier zum Sendestart ist schon einiges los im Biergarten. Ich habe schon viele Gäste gesehen, zum Beispiel Martin Wacker von den Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, genauso wie Emil Fahrer von den EFA-Tankstellen. Mein erster Gesprächspartner ist Herr Dr. Herbert Müller. Er ist Vorstandsvorsitzender von der Sparkasse Pforzheim-Kalf. Herr Dr. Müller, neben Ihrem Tagesgeschäft bringen Sie auch viele Projekte auf den Weg. Was ist denn da gerade Ihr aktuelles Projekt? Also das ganz Aktuelle, und das muss ich jetzt an den Anfang stellen, das ist heute dieser Tag und der Start von Baden TV. Und deswegen zunächst einmal herzliche Gratulation, herzlichen Glückwunsch für diesen erfolgreichen Sendestart. Ich freue mich riesig, denn damit ist auch die Region Pforzheim, Enzkreis, Kalf mit in der Bevölkerung. Und das freut uns dann natürlich sehr stark. Wir von der Sparkasse in Pforzheim haben natürlich immer gute Dinge drauf. Aktuell haben wir die Aktion Glanzlichter der Wirtschaft gesucht. Und wir als starker Partner der hiesigen Wirtschaft fördern natürlich, dass die Wirtschaft, dass die Unternehmen ins Blickfeld der Öffentlichkeit kommen. Und deswegen haben wir diesen Wettbewerb ausgerufen. Wer kann dort alles mitmachen? Im Prinzip können alle Unternehmen mitmachen. Sie sollten natürlich irgendetwas Besonderes zeigen können, egal auf welchem Gebiet, ob sie jetzt besonders tolle Unternehmensideen haben oder sich besonders auszeichnen in sozialem oder ethischem Verhalten, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall, es soll was Besonderes sein, deswegen auch der Begriff Glanzlichter der Wirtschaft. Was passiert, wenn man als Glanzlicht der Wirtschaft ausgezeichnet wurde? Was bringt das für einen Profit? Ja, zunächst liegt uns daran, dass wir also ganz besondere Unternehmen finden, und 100 dieser Unternehmen sollen letztlich ausgezeichnet werden. Sie sollen als Glanzlicht der Wirtschaft in die Welt hineinstrahlen. Und das ist das Entscheidende, das bemerke ich bei meinen vielen Unternehmensbesuchen, dass es so viele Unternehmen gibt, die wirklich ganz tolle Dinge auf den Weg bringen und niemand weiß es. Und diese geheimen Dinge, die sollen an die Öffentlichkeit kommen, sollen ausstrahlen und sollen dazu beitragen, dass die Wirtschaftsregion Pforzheim, dass die eben bekannter wird und dass alle davon profitieren, einschließlich der gesamten Bevölkerung. Haben Sie denn schon vielleicht einen Glanzlicht der Region ins Visier geschnappt? Ach ja, ich habe da einige bei mir schon abgespeichert, und es gibt ja auch schon einiges an Bewerbungen. Ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Wochen noch einiges kommt. Wir werden den einen oder anderen noch antippen. Manche scheuen sich etwas, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber das ist gar nicht notwendig, sondern die Unternehmen sollen Selbstbewusstsein zeigen, sollen sich darstellen können und eben auf, werbewirksam auftreten. Und die ganze Aktion dient ja dazu, eben die Werbekraft des Unternehmens und der Region nach außen zu tragen. Was zeichnet einen Glanzlicht aus?
Ja, ein Glanzlicht, egal von der Größenordnung, es können kleine oder große Unternehmen sein. Es soll einfach etwas individuell Besonderes sein, was dieses Unternehmen auszeichnet. Ob eben von der Qualitätsstufe oder von der Produktart und. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wunderbar, ich danke Ihnen vielmals, Herr Dr. Müller. Damit gebe ich zurück ins Studio. Dankeschön, Isabel. In wenigen Minuten schon schalten wir zum nächsten Mal zu euch nach draußen. Bei mir jetzt zum einen Dr. Friedrich-Georg Höpfner. Man kennt Sie aus ganz verschiedenen Funktionen. Heute sind Sie vor allem hier als Vorsitzender des Beirats von Baden-TV. Zum anderen Bert Siegelmann, auch Sie Gesellschafter von Baden-TV, aber in erster Linie Geschäftsführer des sehr erfolgreichen Rhein-Neckar-Fernsehens, unser Partnersender. Das ist ja nicht ganz alltäglich, dass zwei Fernsehsender zusammenarbeiten. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Herr Dr. Höpfner, ein bisschen nervös gewesen, ganz ehrlich, vor 12 vorm Sendestart? Naja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, habe ich eben gehört. Und die Fantasie kann natürlich auch sich überlegen, was passiert, wenn was passiert. Und das Schöne am Lampenfieber ist, man weiß genau, wann es vorbei ist, nämlich dann, wenn es läuft. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich heute hier stehen kann und dass ich, eben habe ich schon gesehen, wie ich gespiegelt habe, dass das live ins Internet übertragen wird, dass das funktioniert. Das ist einfach toll. Ganz viele Menschen haben sich gefreut, dass wir auf Sendung gehen. Wir haben Geschenke bekommen. Wir können es hier mal zeigen. Kollegin Julia zeigt es, eine Torte von sehr der Bäckerei gut. Brotkorb. Siegfried Hatz hat uns sie gestiftet. Herr Siegelmann, Sie haben uns auch was mitgebracht. Flying Pig, ein fliegendes Schwein. Das Team vom Rhein-Neckar-Fernsehen hat natürlich zum Sendestart Gratulation. Und dann haben wir ein fliegendes Schwein, weil wir sagen, Fernsehen muss die Kühe fliegen lassen. Und ihr braucht Glück, deswegen lasst ihr bitte das Schwein fliegen. Und das kann auch richtig fliegen. Ja? Okay. Herr Siegelmann, die Geschenke, die es zum Sendestart gibt, sind die schöne Seite eines Sendestarts. 1986 ist das Rhein-Neckar-Fernsehen auf Sendung gegangen. Als erstes privates regionales Fernsehen in Deutschland. Mittlerweile das Leitmedium in der Metropolregion Rhein-Neckar. Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich der Schweiß, der fließt, bevor man auf Sendung geht. Ganz ehrlich, möchten Sie nochmal tauschen? Wollten Sie nochmal neu auf Sendung gehen mit einem neuen Sender? Also ich muss mal den Puls fühlen. Ich muss sagen, der ist bei über 200. Ja, das ist schon okay. Also wir wissen alle, wie das ist, wenn man so in eine Live-Situation reinkommt, dann ist Adrenalin ohne Ende vorhanden. Und es kann so viel schief gehen bei einer Live-Sendung, weil da müssen so viele zusammenarbeiten und wirklich genau auf den Punkt gut sein, damit es klappt. Das ist das Teamwork. Und jeder Einzelne, jede Kamera, jeder kann die Sendung ruinieren. Und das ist das Faszinierende an einer Live-Situation. Macht es so schwierig und macht es auch so schön. Und ja, klar, es gibt immer wieder Live-Situationen. Ihr werdet das sehen. Das ist richtig toll. Aber Glückwunsch, es hat geklappt. Und genau zur richtigen Zeit mit einem ambitionierten Start im Vorlauf. Also gutes Team, guter Start. Ist ja Holz. Definitiv. Erinnern Sie sich an Ihren Sendestart? Was ging da schief? Ja, wir hatten so das ganz raffiniertes Ausdruck. Wir wollten eine Shampoosflasche zerknallen lassen. Und das ging mit so einer Speedkamera, also diese 100.000 Bilder in der Sekunde macht oder was auch immer. Und das wollte nicht klappen, wie bei so einer Schiffstaufe. Das hat dreimal haben wir das Ding fliegen lassen müssen, bis es dann wirklich geplatzt ist, weil es musste ja einer drauf schießen. Da ist die Torte ungefährlicher. Das ist wesentlich ungefähr. Und fliegende Schweine sind auch viel haltbarer. Herr Dr. Höpfner, Sie vertreten die Gesellschafter, die Gründer von Baden-TV. Welche Erwartungen haben Sie denn an Baden-TV? Ja gut, wir wollen erst mal ein hochklassiges Programm haben. Das ist mal das Wichtigste. Und zwar journalistisch hochklassig, aber auch technologisch. Wir sind in der Technologieregion und wir sind angetreten, um nach außen auch zu zeigen, was die Technologieregion kann. Und es ist natürlich toll. Heute sind wir das modernste Studio Europas. Ich hoffe, wir bleiben es noch ein paar Tage. Es wird alles in Full HD aufgezeichnet und eine Qualität, die viele noch gar nicht sehen können. Aber das ist die Zukunft. Ja. Können Sie in aller Kürze mal umreißen, die Gesellschafter von Baden-TV? Es gibt einige. Was sind das für Leute? Wer steht hinter Baden-TV? Das sind Unternehmer aus der Region, die hier was bewirken wollen. Zum Beispiel ist der Gottfried Kreschner von Anfang an dabei gewesen, mit dem wir schon vor 20 Jahren an der Technologiefabrik über Strategie für Hightech-Unternehmen gesprochen. Oder Emil Fahrer, der mit seinen Tankstellen hier in der Region ebenso bekannt ist wie als Sponsor des KSC. Bernd Bechtold, der Präsident der IHK, ist mit seiner Firma hier dabei, hat uns auch sehr viel geholfen in der Vorlaufzeit. Ich bin mit der Firma Höpfner Boy dabei. Also wir sind ungefähr 10 Gesellschafter, die eigentlich alle aus der Region kommen, alle profilierte Unternehmer oder profilierte Journalisten hier aus der Region sind. Dazu zähle ich auch Herrn Siegelmann, der eigentlich beides ist, nämlich Unternehmer und Journalist. Und unser Ziel war, wirklich was zu bewegen hier für die Region und auch etwas, was nach außen ausstrahlt. Herr Siegelmann, da sind wir beim Stichwort, Sie machen erfolgreich Regionalfernsehen.
Warum interessieren Sie sich eigentlich für Baden hier unten? Warum unterstützen Sie einen anderen Fernsehsender? Warum finden Sie das gut, dass es uns jetzt gibt? Es gibt ja eine ganze Menge Berührungspunkte. Das eine ist die Metropolregion Rhein-Neckar, reicht ja auf der pfälzischen Seite bis an die elsässische und an die Karlsruher Grenze sozusagen ran, mit der Südpfalz. Da gibt es also ganz gewachsene Berührungspunkte. Außerdem wachsen die Technologieregionen Mittlerer Oberrhein und Metropolregion Rhein-Neckar auch mit Verträgen immer enger zusammen. Die Menschen, gerade so auch im Südpfälzer Bereich, die fahren über die Rheinbrücke oder über die Rheinbrücke zum Shoppen, zum Arbeiten und umgekehrt die Menschen dort zu erholen für Ausflüge. Das ist also, das passt zusammen, das gehört zusammen. Zum anderen, wir strahlen ja das Regionalprogramm Karlsruhe seit Jahren schon und deswegen hatten wir auch einen gewissen Änderungsbedarf. Zweimal am Tag über Satellit und IPTV europaweit aus. Und insoweit ist uns natürlich daran gelegen, schon aus Eigeninteresse, dass in der Primetime wirklich ein durchgängig gutes Programm läuft. Das versprechen wir uns hier und kennen ja noch ein paar, die hier dabei sind und sind eigentlich sehr sicher. Also es gibt mehrere Berührungspunkte, die ganz eigentlich tragfähig sind. Okay, bevor wir hier weitersprechen, schalten wir noch mal kurz nach draußen zu Isabel Chagnon mit einem weiteren Gesprächspartner. Ja, seit ein paar Minuten ist es jetzt offiziell und Baden TV ist endlich auf Sendung. Herr Schürer ist der Geschäftsführer von der Privatbrauerei Höpfner. Herr Schürer, wie haben Sie denn den Sendestart erlebt? Ja, ich fand den Sendestart super gut. Das Wetter hat natürlich auch ganz toll mitgespielt. Die Gäste hier sind alle fröhlich und vergnügt. Ich finde es einfach toll. Was erwarten Sie denn von einem neuen regionalen Fernsehsender wie Baden TV? Zunächst mal als Chef der Brauerei Höpfner hervorragende Nachbarschaft, denn wir sind ja im gleichen Gebäude. Da erwarte ich natürlich auch, dass die Mitarbeiter von Baden TV alle mal eine gescheite Brauereibesichtigung mitmachen, damit man sieht, wie das Bier hergestellt wird. Und außerdem sehr viel Informationen aus der Region für die Region. Vielen Dank, Herr Schürer. So, ach, da sind wir schon wieder. Dankeschön, Isabel Scheuer. Wir schalten nachher wieder zu Ihnen rüber. Und ja, machen jetzt erstmal ganz kurz Pause. Nein, wir machen noch nicht Pause, sehe ich, das ist live. Da haben wir es vorhin davon gehabt, der Siegelmann, das kann schiefgehen. Ich habe es gesagt, Rhein-Neckar-Fernsehen, das Leitmedium in der Metropolregion Rhein-Neckar, das war zu Beginn ja nicht so. Was haben Sie gemacht? Es waren 75.000 Kabelhaushalte, das war damals viel. Heute wäre das ja zum Weglachen. Tagesaktuell die Region, den Lebensraum zeigen, den Menschen aufs Maul schauen im positiven Sinn. Die Sorgen der Menschen teilen, einmischen, kommentieren, einfach dabei sein, einfach präsent sein in Events, im Internet, in den modernen Medien. Das ist im Prinzip das Erfolgsrezept. Das Erfolgsrezept des Rhein-Neckar-Fernsehens, hoffentlich auch das Erfolgsrezept von Baden TV. Das wünschen wir uns in jedem Fall. Unsere Zeit ist leider rum. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter mit Ihnen geplaudert. Baden TV ist jedenfalls auf Sendung. Sie senden ja noch länger. Wir senden noch länger. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich da sind. Der Sendestart von Baden TV wird Ihnen präsentiert von Kabel BW. Peterstahler, die Mineralquelle aus dem Schwarzwald. Und EFA Tankstellenbetriebe. Kabarett bei Baden TV. Roland Meier ist Karl-Heinz am Tresen. Dienstag, 18.45 Uhr, schalten Sie ein. Meine Damen und Herren, am nächsten Sonntag in der Karlsruher Runde sehen Sie hier im Höpfner Schalander Max Barth, den Geschäftsführer von Baden TV. Wir machen die erste Sendung im neuen Format und mit dem neuen Sender über den neuen Sender. Hören Sie, was Sie erwartet, was wir für Möglichkeiten haben, was wir Ihnen bieten können. Und schalten Sie ein. Foto & Co., das Tiermagazin auf Baden TV. Wöchentlich bekommen Sie gute Unterhaltung und wichtige Informationen rund ums Tier. Ob Tierheim, Zoo oder Reiterhof, Sabine Schmidt ist für Sie in der ganzen Region unterwegs. In unserem Tierarzt-Tipp erfahren Sie alles, was Sie im Ernstfall über Ihr Haustier wissen sollten. Foto & Co. jeden Sonntag ab 17.30 Uhr auf Baden TV. Demnächst bei uns im Programm das Kobus Wirtschaftsbarometer mit Zahlen, Fakten, Hintergründen über Politik, Handel und Wirtschaft erhalten Sie wöchentlich in unserem Magazin Kobus Wirtschaftsbarometer Baden-Württemberg. Schalten Sie ein, immer freitags ab 18.45 Uhr hier auf Baden TV. Schauen Sie rein.
Bisschen Luxus wäre toll, aber das geben meine Zinsen nicht her. Ja, klar wollen wir bauen, aber versuchen Sie mal eine günstige Finanzierung zu finden. Top-Konditionen ohne Risiko. Die PSD Bank bringt Sie mit Sicherheit ans Ziel. PSD Bank. Hier ist günstig sicher. Ja, da sind wir wieder. Wir haben umgebaut. Ein Kommen und Gehen ist es heute. Ziemlich viel Stress für uns, Geschäftsführer Max Barth. Aber das ist das Schöne an Live, ne? Das ist wirklich schön, macht Spaß. Muss man aber ehrlich sagen, im Team ist es wirklich toll, weil die Leute ja alle so mitziehen und du machst deine Sache bravourös, Andi. Also, klasse Sache. Dankeschön. Bei uns außerdem unser technischer Leiter Frank Hornhoff aus gutem Grund. Wir wollen ein bisschen über unser Programm sprechen. Wir versprechen da Fernsehen ganz neu. Kein Fernsehen im klassischen Sinne. Natürlich auch. Es wird bei uns auch Nachrichten geben, seriös recherchiert, wie Sie das gewohnt sind. Aber dann auch interaktive Elemente. Die Zuschauer werden ein Teil von Baden TV. Wie, Max, kann das konkret aussehen? Grundsätzlich ist es ja so, dass eigentlich alle Menschen aus der Region ja bereits Teil der Sendung sind. Wir sind draußen mit den Kamerateams, machen unsere Drehs, produzieren Nachrichten, produzieren Magazine und bringen ja die Menschen, die Institutionen, die Firmen ins Programm hinein. Aber es ist eher für die Menschen draußen eher passiv. Und jetzt auch letztendlich aufgrund der Entwicklung in den neuen Medien, dass immer mehr auch im Internet interaktiv passiert, haben wir gesagt, wir wollen es auch ins Programm hineinheben, was nicht ganz einfach ist. Mhm. Technisch ist alles heutzutage machbar, es ist zwar nicht ganz einfach, aber man kriegt alles hin. Aber man muss auch irgendwo ein Konzept finden, wie das funktioniert. Und wir haben gesagt, wir sind da, wir stehen dazu, wir nutzen das Internet. Das Internet ist eine Sache, die ist extrem weiträumig, global, also unendlich, wenn man so will. Aber es ist auch nicht hundertprozentig sicher. Ne? Es gibt immer wieder Ausfälle. Jeder zu Hause weiß es. Da ist mal das Internet wieder weg und dann ist es wieder da. So. Und weil wir das Internet nutzen, wir wollen da auf einer Ebene, auf Augenhöhe mit den Menschen draußen stehen, sagen wir, zeigen es auch. Wir nehmen in die Bluebox zum Beispiel, also das ist diese Einspiegelungsgeschichte hinter den Moderatoren. Den virtuellen Hintergrund, du sagst es ja genau richtig. Da haben wir auf einmal dann den Desktop des Moderators drin und dann sieht man, was der Moderator, die Moderatorin, also ihr dann quasi später, auf dem Bildschirm tut. Kann man euch quasi über die Schulter schauen und es sieht so aus wie bei jedem Zuhause, bei jedem Büro auch. Und man sieht auch, wenn man sich verklickt, das wird der Zuschauer besonders. Oder wenn eben mal eine Leitung abreißt oder wenn mal irgendwo ein Plupp entsteht, dann ist es halt im Bild. Wir stehen dazu. Ganz klar. Frank, ein Beispiel ist auch, dass die Zuschauer per Videotelefonie zu uns in die Sendung kommen können. Das Stichwort ist Skype, das ist ein Programm, das es da gibt. Klingt wahnsinnig kompliziert. Ist es das oder ist es eigentlich ganz einfach? So kompliziert ist es gar nicht. Man braucht logischerweise einen Computer oder Laptop, man braucht eine Webcam und man muss sich das Programm Skype downloaden. Das ist ein kostenloses Programm. Und das funktioniert dann so, dass man sich abends in die Sendung zu uns einwählen kann, beziehungsweise man meldet sich nachmittags bei uns an, dass man abends gerne in die Sendung möchte. Und dann werden wir zurückrufen und dann abends den Kontakt zum Zuschauer herstellen. Ja, diese Interaktion mit dem Zuschauer, wie könnte die aussehen? Haben wir da ein paar Beispiele, die wir vielleicht jetzt schon zeigen können? Wir haben hier jetzt als Beispiel natürlich unsere Homepage baden-tv.com. Die haben wir jetzt hier auch im Bild. Und da sieht man gleich auf der Startseite die aktuellen Themen, die dann am Abend in der Live-Sendung drin sind. Hier ist zum Beispiel hinter den Kulissen oder Nostalgie trifft Moderne, das alte Malzwerk. Da kann man dann anklicken, Meinung abgeben. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Und dann ist hier auf der rechten Seite jetzt bewerben, wenn man da sich registrieren möchte bei uns. Da öffnet sich dann ein Formular, wo man ein paar Pflichtfelder ausfüllen muss, also Telefonnummer natürlich, Name, dann wenn man Skype-Verbindung hat, den Skype-Name und somit melden wir uns dann und wählen dann abends den Zuschauer an. Klingt relativ einfach. Ganz kurz, wenn jemand nicht damit klarkommt, wenn jemand sagt, ich würde gerne mitmachen, habe vielleicht auch alles daheim, was ich brauche, es funktioniert nicht. Gibt es da bei uns Infos? Kann man sich an uns wenden? Infos kann man natürlich gerne an uns wenden. Ja. Entweder man schickt einfach eine E-Mail an produktion@baden-tv.com oder man schreibt auch, natürlich sind wir auch in Facebook vertreten, was auch schon viele hoffentlich Zuschauer genutzt haben, obwohl wir ja erst seit heute offiziell auf Sendung sind. Da können wir auch gleich eine Frage beantworten. Da hat jetzt der Markus Lappert geschrieben, wann geht die Homepage online? Also, Sie haben es vielleicht gesehen, die Homepage ist bereits online seit heute geschalten. Also, Sie können uns da besuchen. Max, ich hatte dich unterbrochen. Nee, gar nicht. Ich wollte nur sagen, das sah ein bisschen viel aus mit dem Formular zum Ausfüllen. Ja. Wenn man sich registriert, dann ist alles schon vorausgefüllt. Das heißt, wenn man es einmal gemacht hat, man hat sich registriert, dann macht es mal einen Plupp und dann ist dieses Formular schon ausgefüllt und man hat dann viel weniger zu tun. Wenn man jetzt trotzdem sagt, möchte ich nicht mit der Webcam, die klassische Kommunikationsform per Telefon zu uns ins Studio geht aber natürlich auch. Ne? Natürlich, wir haben ein Hybridtelefon.
Genau, wir haben ein Hybridtelefon, das steht bei uns direkt in der Regie. Das heißt, der Zuschauer wird angerufen aus der Regie von diesem Telefon und wird dann eben zum entsprechenden Zeitpunkt, in dem Fall zu dir, durchgestellt. Ja, da freuen wir uns drauf. Die Sendung immer abends um 18.15 Uhr von Montag bis Freitag für uns alle Neuland. Wir sind wirklich sehr gespannt. Aber nicht nur das ist Neuland für uns. Wir haben ein iPhone, glaube ich, irgendwo in der Tasche von Max. Was tun wir mit iPhones außer telefonieren? Also ist in dem Fall das von einem Kollegen, das ich mir gerade eben ausgeliehen habe. Sie kennen es alle. Ich weiß gar nicht, die Kamera ist gerade an. Mit dem iPhone werden wir kommunizieren künftig, und zwar innerhalb unseres Teams. Also Sie kennen das alle, Reporterschaltungen bei den großen Sendern, bei ARD, ZDF, bei RTL. Die haben dann irgendwo große Satellitenschüsseln draußen stehen, SNGs nennen die sich, und machen dann eine Live-Schaltung. Das ist natürlich extrem aufwendig, teuer. Für einen regionalen Sender, wie wir sind, ist es nicht leistbar. Da kostet so ein Ding ein paar tausend Euro am Tag. Aber es geht auch mit dem iPhone. Also wir wollten erst per Internet und Skype das machen, haben eine Kamera draußen gehabt, haben gemerkt, okay, mit dem iPhone geht es noch einfacher und billiger. Das heißt, wenn Sie künftig, liebe Zuschauer, mal draußen auf der Kaiserstraße in Karlsruhe oder auf dem Marktplatz irgendwo in Bruchsal unterwegs sind und Sie sehen da einen Reporter und da hat neben sich jemanden stehen und der macht einfach so mit dem Handy, dann ist der gerade live bei uns auf Sendung. Das geht. Das Bild ist dann zwar nicht so bravourös, man sieht eher so ein bisschen nach Desert Storm aus. Sie kennen die Berichterstattung damals im Golfkrieg. Aber es geht und man sieht alles und das ist eigentlich für die Geschichte, dass man draußen vor Ort ist, fantastisch, weil man kann dadurch live in die Sendung hinein rauskommen mit den Menschen, die draußen aber noch vor Ort sind. Ganz genau. Die Live-Geschichte ist ja ohnehin eine Sache. Wir haben es jetzt auch gesehen, da geht nicht immer alles glatt. Wir haben uns trotzdem entschieden, es zu tun, obwohl es technisch aufwendiger ist, obwohl immer das Risiko da ist, dass was schief geht. Aber was ist das Tolle an? Na gut, also es ist einfach ein bisschen aufregender, vor allem auch für die Zuschauer. Die sehen, was da passiert und wir sind natürlich auch viel zeitnah mit unseren Informationen auf Sendung. Das heißt, wir können bis zum Schluss noch Informationen in die Sendung einspielen und dann sogar noch während der Sendung eben etwas berichten. Keine Ahnung, Freitagabend spielt der KSC, das ist dann eventuell genau während unserer Sendezeit, da können wir mal parallel in den Ticker gucken und sagen, okay, der Zwischenstand ist gerade der und der. Also solche Dinge, die sind natürlich bei der Live-Sendung machbar und auch die Interaktion mit den Menschen, dass sie bei uns im Programm auftauchen, ist eigentlich in dieser Intensität dann natürlich nur bei Live-Sendungen denkbar. Ja. Nochmal zu den iPhone-Schalten. Du machst schon sehr lange Fernsehen, ganz ehrlich. Als du das erste Mal davon gehört hast, man stellt sich mit einem Handy hin, filmt den Reporter, es sieht natürlich komisch aus. Da muss sich doch schon ein bisschen der Magen umdrehen eigentlich. Ja, du sagst es ganz richtig. Ich habe irgendwann mal angefangen vor 20 Jahren mit Journalismus oder ein bisschen länger und dann relativ schnell auch mit dem Fernsehen. Und da hat man durch die großen Beta-Mühlen auf der Schulter gehabt, die schweren Dinger. Und das war so richtiges Fernsehen. Und ich als Redakteur durfte nie eine Kamera anfassen. Musste ich einen Kasten Bier den Kameramann zahlen. Heute ist es alles gang und gäbe, jeder macht alles. Und ich wurde dann tatsächlich von unseren Technikern davon überzeugt, dass bei solchen Live-Geschichten übers Internet wohlgemerkt, nicht bei den großen Sachen, das iPhone dann die bessere Wahl ist. Ich will jetzt da keine Werbung für das Ding machen, weil ich kann das auch mit anderen Handys machen, wir werden es probieren. Aber naja, so ist es halt mal und jetzt muss man mit der Zeit gehen. Frank, für euch in der Technik natürlich auch eine besondere Herausforderung, das Ganze live zu stemmen, oder? Für uns auch natürlich. Wir haben die letzten Tage Tag und Nacht daran gearbeitet, das hinzubekommen. Es war nicht ganz einfach, aber jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden. Eben dieses Handy, nenne ich es jetzt mal. Es funktioniert. Kein Geld. Wir haben auch hier Werbung im Bild. Also es funktioniert jetzt, auch wenn es nicht ganz problemlos angelaufen war. Okay. Nochmal, um auf die Interaktion mit dem Zuschauer zu sprechen zu kommen, ganz konkret, es geht uns also nicht nur darum, dass wir sagen, wir möchten gerne zu unseren Themen Ihre Meinung hören, kommen Sie zu uns in die Sendung. Es geht uns darum, dass der Zuschauer mitgestalten kann, dass der Zuschauer genau sagen kann, ich möchte jetzt meinetwegen noch über dieses oder jenes Thema sprechen und dann gehen wir da auch ganz spontan drauf ein. Also wie du gesagt hast, wir begeben uns auf Augenhöhe mit unseren Zuschauern. Also es ist auch angenehm, ich wiederhole mich bei der Sache, mit dem Team zusammenarbeiten zu können, die auch alles junge Leute sind. Die wenigsten sind über 25, sind alle irgendwie jünger und sind sogenannte Digital Natives, wie man im Mediendeutsch zu sagen pflegt. Das heißt, die sind sowieso schon den ganzen Tag im Internet. Und wenn dann Kontakt von außen kommt, nehmen wir eben zum Beispiel über Facebook oder über unsere Website, dann nehmen wir diese Anregungen auch auf. Und wenn letztendlich auch im Internet bei uns Themen platziert werden, können wir direkt auch ins Programm damit reinnehmen. Morgens zum Beispiel, wenn dann unsere Themen drinstehen, man platziert eine Info, können wir den Namen zwei schon ins Programm reinbringen. Wir spielen natürlich auch unsere Beiträge im Internet aus. Genau, wir waren die letzten Samstage, vielleicht hat uns der ein oder andere getroffen, in verschiedenen Städten unterwegs, haben da schon die Zuschauer gefragt, die potenziellen Zuschauer, was sie denn gerne bei uns im Programm hätten. Diese Videos sind die ganze Zeit schon auf unserem YouTube-Channel online, das ist dann youtube.de/spartentv-online. Und hier schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an, was sich der Jürgen Westbecher aus
Baden-Baden so wünscht, was er gerne bei uns sehen möchte. Information, so schöne Information vom Bezirk, dann sowieso aktuelle Sachen, überhaupt an sich regional bedingt. Das wäre mal schön, dass man da was erfährt, was so im Umkreis passiert. Ja, es ist ja wirklich in der Region, dass wie gestern in Malsch ein Brand war, das erfährt man dann eher vielleicht übers Internet, aber dass man das mal so kriegt oder in Rastatt das Busunglück, dass man das auch mal so richtig mitkriegt. Ich meine, es muss nicht Sensationen immer sein. Es könnte auch mal vielleicht was Schönes sein, so Feste zum Beispiel, wann die sind. Ja, das ist eine Sache. Ich schaue Baden-TV, weil ich... Das war jetzt nur eine Meinung von vielen. Andere Meinungen waren zum Beispiel, ich war auch mit dabei, Tiermagazin war mehrfach genannt. Wir haben ein Tiermagazin im Programm, haben wir eben auch schon im Trailer gesehen. Und es kam gut an, wo wir unterwegs waren und wir haben uns da schon viele Anregungen der Zuschauer holen können. Eine spannende Sache. Also wir sind selbst gespannt, wie es läuft. So richtig wissen wir es natürlich nicht. Wir müssen selbst abwarten, wie die Resonanz der Zuschauer ausfallen wird. Wollen jetzt aber nochmal nach draußen schalten in den Höpfner Burggarten zu meiner Kollegin Karima Sell. Karima. Ja, laut Wettervorhersage lässt die Sonne sich nur ab und zu blicken. Und gutes Wetter brauchen wir auch für das Fest, oder Herr Wacker? Ja, bestes Wetter. 22. bis 24. Juli ist ja normalerweise ideales Wetter, um zu feiern. Und wir waren im letzten Jahr mit dem Freitag ein bisschen gestraft. Aber für dieses Jahr wünschen wir uns 3 Tage bestes Wetter in der Günter-Klotz-Anlage an der Alp. Werden denn ganz besondere Besucher dieses Jahr erwartet? Ja, natürlich. Wir haben es ja schon bekannt gegeben. Bei der Hauptbühne werden wir unter anderem sehen Bad Religion, Skunk and Andy, die Helden werden kommen, wir sind Helden und aus Kopenhagen die wunderbare und hübsche Aura Dione mit der bezaubernden Stimme. Aber auch auf die anderen Bühnen haben wir uns schon gut vorbereitet und da freuen wir uns auf ein wunderbares Line-up. Gibt es denn irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die dieses Jahr besonders getroffen werden müssen? Herr Wacker? Wir haben im letzten Jahr bewiesen, dass wir wahrscheinlich mit das beste Sicherheitskonzept haben in ganz Deutschland für Großveranstaltungen. 250.000 Menschen auf einem Fleck, das ist eine Herausforderung, aber wir haben das geschafft und wir werden das Sicherheitskonzept noch ein wenig modifizieren. Aber es steht, es hat sich bewährt, es wird in ganz Europa als vorbildlich bezeichnet und da sind wir stolz drauf. Karten gibt's auch schon, oder? Wo gibt's die? Ja, klaro gibt es schon Tickets. Die gibt es bei allen Sparkassen hier in Karlsruhe, bei unseren Partnern, bei dem BGV, im Foyer in der Dollarer Allee, bei den E-Plus-Shops und natürlich über das Internet www.dasfest.net. 2 Bands wurden ja noch nicht verraten. Heute vielleicht ein kleiner Tipp, Herr Wacker. Also heute noch nicht. Am Dienstag können wir die 2. geheime Band verraten und dann in etwa 6 Wochen den Künstler, der uns am Sonntagabend beglücken wird auf dem Fest. Liegt einfach daran, beim Fest haben wir einen symbolischen Eintritt von nur 5 Euro. Dieser Künstler spielt für viel, viel mehr Geld noch in anderen Städten und es wäre natürlich dem anderen Veranstalter gegenüber ungerecht zu sagen, hier gibt es das gleiche Paket wahrscheinlich für 1/10 des anderen Preises und von daher haben wir gesagt, wir müssen uns an die Verträge halten. Also den Top-Act am Sonntag gibt es wirklich erst in 6 Wochen. Letztes Jahr gab es ja wegen dem Müll danach ziemlich viel Trubel. Wie wird es jetzt dieses Jahr aussehen? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Was gab es letztes Jahr? Wegen dem Müll danach, also dass die Günter-Klotz-Anlage ziemlich ein bisschen vermüllt war. Wie sieht es dieses Jahr aus? Also, dass die Günter-Klotz-Anlage vermüllt war, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, ganz im Gegenteil. Wir haben den Green and Clean Award bei das Fest. Das bedeutet, jede Nacht haben wir eine Mannschaft, einen Trupp von fast 100 Leuten, die das ganze Gelände säubern. Da können sich eigentlich andere Festivals in Deutschland mal bei uns ansehen, wie das richtig läuft. Wir hatten ein bisschen Problem mit Flurschaden, weil aufgrund der Witterung und des starken Regens am Freitag hatten wir durch unsere Arbeit mit den Staplern und LKWs Probleme mit dem Flurschaden, aber das haben wir in Zusammenarbeit mit dem städtischen Gartenbauamt dann auch wieder bereinigt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Also gut, dann freuen wir uns natürlich auf das Fest dieses Jahr. Dankeschön, Karima Sell, viele Grüße nach draußen. Wir schalten nachher nochmal zu euch nach draußen in den Burggarten. Übrigens, wenn Sie noch zu Hause sitzen heute am 1. Mai, die Radtour schon vorbei ist oder Sie gestern ein bisschen länger gemacht haben und spät aufgestanden sind, Sie können gerne noch vorbeikommen. Der Höpfner Burggarten in der Karlsruher Oststadt in der Heid- und Neustraße, da steht eine große Videoleinwand. Man sieht aktuell unsere Sendung. Wir feiern aber auch ansonsten noch mit Ihnen nach der Sendung. Gibt es unter anderem noch Musik von den dicken Kindern aus Landau. Die haben wir nachher auch noch hier im Gespräch zunächst mal, aber
ganz schnell von draußen hereingeeilt. Roland Mayer, ein Kabarettist, den man hier in der Region kennt. Die Paraderolle Karl-Heinz, die man auch hier bei Baden TV sehen wird. Es gibt nicht nur Informationen bei uns im Programm. Es gibt auch ein bisschen was, um die Lachmuskeln ab und zu mal zu entspannen. Herr Mayer, Sie sind vorhin schon draußen aufgetreten, bevor wir auf Sendung gegangen sind. Sind die Leute gut drauf draußen? Jetzt sind sie gut drauf. Bei mir hätten es ein paar mehr sein können, aber ich hatte ja die Konkurrenz, da die Straßenbahn und hinter mir die Weißwürste. Und da musste ich mich dann durchhangeln, ja. Karl-Heinz ist Ihre Paraderolle. Können wir den mal kurz charakterisieren? Wer ist Karl-Heinz? Mit wem hat er so seine Schwierigkeiten? Ja, mit wem hat er seine Schwierigkeiten? Also Karl-Heinz ist schon lange verheiratet mit Ilse und ja, damit habe ich auch schon seine Schwierigkeiten beschrieben. Ilse, er ärgert sich immer über sie, aber er kann natürlich auch nicht ohne sie sein. Ja. Jetzt kennen Sie es normalerweise, auf der Bühne zu stehen, das Publikum vor sich zu haben. Bei uns im Programm tauchen Sie auch auf. Das haben wir zum Teil schon produziert, die ersten Folgen. Da ist dann kein Publikum da, sondern Sie haben nur eine Kamera vor sich stehen. Da leuchtet dann das rote Licht. Was ist denn da für den Künstler der Unterschied? Also ich habe das ja so auch noch nicht oft gemacht und der Hauptunterschied ist, ich bin ehrlich gesagt nicht so nervös wie auf der Bühne, weil ja immer die Möglichkeit besteht, dass man nochmal neu ansetzt. Dafür ist die Konzentration noch schwieriger, weil man halt da natürlich keine Haspler drin haben will. Ja. Und insofern, aber es hat trotzdem riesen Spaß gemacht. Wir haben ja von vornherein gesagt, wir wollen nicht Lacher einspielen, weil es soll ehrlich rüberkommen. Und ich bin mal gespannt, wie es ankommen wird. Karl-Heinz am Dresen heißt die Sache ganz konkret, ist ein bisschen unterschiedlich. Ilse, Ihre Frau, die wir gehört haben, die gibt es ja eigentlich nicht. Also die taucht ja in Ihrem Programm nicht auf, Sie erzählen von ihr. Bei Karl-Heinz am Dresen haben Sie aber eine Frau, mit der Sie mehr oder weniger interagieren können. Ja, mehr oder weniger muss man schon sagen, weil sie fühlt sich eigentlich ein bisschen genervt von mir. Ja. Und ich interagiere mit ihr, würde gern mit ihr in Kontakt kommen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Was würde denn Karl-Heinz über Baden TV denken, über Facebook, über Videotelefonie? Ist Karl-Heinz jemand, der damit klarkommt oder ist er dann völlig durcheinander und weiß nicht mehr, was da los ist. Da muss ich ganz klar sagen, Karl-Heinz hat seine Schwierigkeiten damit, aber Roland Mayer mag das sehr. Das heißt, ich bin auch froh, dass Baden TV mit diesen Medien arbeitet. Aber Karl-Heinz ist natürlich, so hoffe ich doch, ein bisschen konservativer als ich. Sie freuen sich also auf Baden TV, unser Programm, sagt Ihnen so, wie wir es vorhin vorgestellt haben? Ja, ich finde es vor allem natürlich, da bin ich nicht objektiv, das weiß ich auch, aber ich freue mich, dass Kultur wieder eine größere Rolle spielt und dass es ein Regionalfernsehen gibt, das hat man ja heute auch schon ein paar Mal gehört, ist natürlich auch insofern gut, dass die Region im Fernsehen vertreten ist, was ja die großen Sender nicht leisten können und auch nicht leisten wollen. Sie sind Teilzeit-Kabarettist, also Sie haben einen ganz normalen Job. Vermutlich wird er 8 Stunden eher ein bisschen länger dauern, wie bei den meisten Leuten. Ja. Und machen das dann nebenher. Wie kriegt man sich das raufgeschafft? Haben Sie da noch Freizeit oder das ist Ihr Hobby? So kann man das sagen und ich hoffe, ich mache das Hobby auch für den Zuschauer trotz allem professionell. Aber das ist für mich so ein Ausgleich, vor allem das Schreiben, sich Geschichten ausdenken und ich mache das jetzt schon sehr lange, sodass ich auch sagen muss, es ist für mich vom Zeitaufwand nicht so groß, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Okay, wir sehen gleich noch einen Ausschnitt. Es wirkt alles sehr locker, wie Sie das machen. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, das ist ja schon eine akribische Arbeit, sich das alles drauf zu schaffen. Oder sind Sie da nicht so ein ganz genauer, der will, dass alles hundertprozentig sitzt? Wie ist da der Ehrgeiz? Ja, ich bin ein ganz genauer. Ja. Die Texte, die Sie hören, die kommen, so hoffe ich doch, so rüber, wie wenn ich das gerade erfunden hätte. Aber ich bin sehr nah am Text und feile daran, denn eine Pointe, die kann man sich eigentlich, glaube ich, nicht so kurzfristig überlegen.
Ja, das gelingt einem schon manchmal, aber im Großen und Ganzen ist schon auch eine Konstruktion dabei. Okay, wir haben es vorhin schon gesagt, auf der Bühne ist eine andere Situation als vor der Kamera. Das hier ist ja jetzt eher mit der Bühne vergleichbar. Wir sind live auf Sendung. Was wir sagen, das sehen die Leute draußen, das hören die Leute draußen. Da kommt es zu Pannen, haben wir vorhin auch schon gesehen. Auf der Bühne muss es also bei Ihnen im ersten Anlauf sitzen. Wir können ja ruhig mal ein bisschen verraten, wie es bei der Produktion so lief. Wie viele Anläufe hat es da gebraucht, bis dann eine Szene wirklich so saß, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt gut, so ist es gekauft? Also wir, ich habe mich vorbereitet gehabt, natürlich, zu Hause. Es war also nicht so, dass ich die Texte konnte. Und wir haben, für mich völlig überraschend, für 4 mal 12 Minuten haben wir nur 2 Stunden gedreht. Okay. Und jetzt kann sich das jeder selber als Urteil bilden, ob das funktioniert hat. Ja, wenn wir jetzt gleich fertig sind mit dem Gespräch, gehen Sie nochmal nach draußen, genießen Sie die Sonne noch ein bisschen im Auf jeden Fall, werde ich machen. Ganz wunderbar. Roland Meyer, danke schön, dass Sie bei uns waren. Wir freuen uns auf Karl-Heinz am Dresen bei uns. Dankeschön soweit und wir machen weiter mit einem Beitrag. Wir sind jetzt endlich auf Sendung, Baden TV ist da. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen jetzt endlich zeigen können, was wir uns in den vergangenen Wochen und Tagen so alles drauf geschafft haben. Und der Wissensdurst in der Region, der war riesig, bevor wir heute auf Sendung gegangen sind. Viele Menschen wollten wissen, was kommt da auf uns zu? Was wird es da im Programm genau geben? Ein paar Antworten gab es vor einigen Tagen. Vielleicht haben Sie, bevor wir auf Sendung gegangen sind, schon von uns gelesen oder auch gehört. Zeitungen und auch Radiosender aus der Region haben über uns berichtet. Die haben Nahrung bekommen vor einigen Tagen bei einer Pressekonferenz vor dem Sendestart. Wir blicken nochmal zurück und das tut meine Kollegin Anja Neurohr für Sie. Es ist soweit. Wir, das neue regionale Fernsehen Baden TV, sind auf Sendung. Wer wir sind und welches Konzept hinter Baden TV steckt, präsentierten unter anderem die Geschäftsführer Max Barth und Günther Knappe bei einer Pressekonferenz. Es ist einmal natürlich klassisches Regionalfernsehen, regionale Nachrichten, Schwerpunkte setzt auf Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport natürlich ganz stark auch im Fokus. Montags und donnerstags kommen immer unsere Sportsendungen vom Wochenende zum Wochenende. Das sind so die Klassiker, aber wir haben ein interaktives Programm aufgebaut. Unser Format Mein Baden TV bietet Ihnen die Möglichkeit, ganz nah am Fernsehgeschehen dabei zu sein. Nach unserer Nachrichtensendung um 18 Uhr können Sie sich live per Telefon, Skype und sozialen Netzwerken wie Facebook in die Sendung schalten und mitdiskutieren. Regelmäßig laden wir interessante Studiogäste ein, die Fragen zu spannenden und aktuellen Themen aus erster Hand beantworten. Dieses interaktive Konzept überzeugt auch Thomas Langheinrich von der Landesanstalt für Kommunikation. Im vergangenen Oktober teilte die LFK uns, Baden TV, die Sendelizenz zu. Wir haben Baden TV ausgewählt, weil wir die Hoffnung haben, dass wir hier ein informatives, modernes Fernsehprogramm für die Region erwarten dürfen. Ein programmlicher Kooperationspartner von Baden TV ist das Rhein-Neckar-Fernsehen. Dadurch sind Sie immer informiert, was in der Region und darüber hinaus passiert. Für Baden-TV-Geschäftsführer Max Barth muss das Programm aber vor allem eines sein: authentisch. Was ist relevant für die Menschen, die uns als Medium konsumieren, die von uns irgendwo auch letztendlich profitieren und leben? Und deswegen ist es wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir relevantes Programm machen, also ein Programm, das den Menschen etwas bringt, wo sie auch am Ende der Sendung sagen, ah ja, da war was Neues drin, das hat mich interessiert, da habe ich was erfahren, was ich vorher nicht gewusst habe oder ich habe auf einmal sogar irgendeinen Nutzen aus dem Programm. Nutzen bringen unsere verschiedenen Magazine in vielfältiger Weise. So erfahren Sie in unserer Sendereihe Pfote und Co. alles rund um Ihr Haustier. Kabarettist Roland Meyer sorgt mit Karl-Heinz am Dresen für gute Laune und Moderatorin Sabine Schmidt bringt mit Kultur in Baden ein Stückchen Kultur zu Ihnen nach Hause. Werden Sie ein Teil von Baden TV und schalten Sie ein. Sie empfangen uns über Kabel, analog und digital, über Satellit und natürlich auch im Internet unter www.baden-tv.com. Wir sind heute also auf Sendung gegangen. Das heißt aber nicht, dass wir heute erst mit dem Arbeiten angefangen haben. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten vorbereitet, geprobt, haben auch nicht viel geschlafen in den vergangenen Tagen. Und wenn uns dann Menschen begegnet sind, entweder hier in unseren Räumlichkeiten oder auch draußen auf der Straße, haben uns ganz viele Leute auf die Schulter geklopft und haben gesagt, finden wir toll, was ihr macht und wir wünschen euch alles Gute. Das sind Glückwünsche, die
konnten wir natürlich sehr gut gebrauchen vor unserem Sendestart. Zum Teil haben uns Leute auf der Straße beglückwünscht. Wir haben vorhin gehört, wir waren unterwegs mit unseren Kamerateams schon in den Innenstädten der Region, aber auch lokal und regional. Prominenz hat uns viel Glück gewünscht und hat auch für unsere Kamera gesagt, warum sie Baden TV den schauen wollen und schauen werden. Natürlich schaue ich gerne Baden TV, unseren neuen Sender, damit ich weiß, was in unserer Region los ist. Und ich freue mich darauf, dass dieser Sender erfolgreich ans Netz gehen wird. Ich schaue gerne Baden TV, weil es berichtet von aktuellen und neuesten Entwicklungen hier in Karlsruhe und der Region. Auch ich schaue natürlich Baden TV. Mich interessieren die Nachrichten aus der Region. Und am liebsten höre ich natürlich Nachrichten über den Baden Airpark im Baden TV. Ich schaue Baden TV, weil es für mich als Kommunalpolitikerin extrem wichtig ist zu wissen, was tut sich in der Region, was sind die Themen, die die Menschen bewegen, und da werde ich hier bestens informiert. Ich schaue Baden TV, weil Baden TV für diese Region gemacht ist und von Menschen gemacht wird, die in dieser Region verankert sind und verwurzelt sind, und ich auf diesem Weg alles Interessante, journalistisch gut aufbereitet, jeden Tag anschauen kann und mich dadurch noch mehr mit meiner Region verwurzeln kann. Ich schaue Baden TV, da viele regionale Themen aufgegriffen werden. Ich mich für diese auch sehr interessiere und deswegen schaue ich mir es gerne an. Baden TV ist Fernsehen von der Region, für die Region, und ich mache Kultur in der Region, und ich freue mich, dass Baden TV auch die Kultur so toll begleitet und natürlich mein KSC. Ich schaue Baden TV. Ich schaue Baden TV, weil mich regionaler Sport, regionale Politik und aktuelle Nachrichten von der Region für die Region interessieren. Schauen Sie, Baden TV ist für mich was Neues. Und da möchte ich einfach mal reinschauen und schauen, was aus der Region kommt. Denn wir leben hier in einer Region, die ist es wert, betrachtet zu werden. Und da bin ich richtig gespannt, was da kommt. Ich schaue Baden TV, wenn ich Zeit zum Fernsehen gucken habe, weil ich es wichtig finde, dass man sich über die Themen, die in der Region brennen, informiert und die aus erster Hand bekommt. Und ich rechne damit, dass man bei Baden TV die spannendsten Gesprächspartner aus Karlsruhe und Umgebung erleben kann. Ich schaue Baden TV, weil ich viel von der Region sehen werde, was ich vielleicht noch nicht kenne, obwohl ich schon seit mehr als 5 Jahren hier in der Region lebe. Der Sendestart von Baden TV wird Ihnen präsentiert von Kabel BW. Peterstahler, die Mineralquelle aus dem Schwarzwald. Und EFA Tankstellenbetriebe. Kabarett bei Baden TV. Roland Meyer ist Karl-Heinz am Tresen. Dienstag, 18.45 Uhr, schalten Sie ein. Meine Damen und Herren, am nächsten Sonntag in der Karlsruher Runde sehen Sie hier im Hüpfner Schalander Max Barth, den Geschäftsführer von Baden TV. Wir machen die erste Sendung im neuen Format und mit dem neuen Sender über den neuen Sender. Hören Sie, was Sie erwartet, was wir für Möglichkeiten haben, was wir Ihnen bieten können. Und schalten Sie ein. Foto & Co., das Tiermagazin auf Baden TV. Wöchentlich bekommen Sie gute Unterhaltung und wichtige Informationen rund ums Tier. Ob Tierheim, Zoo oder Reiterhof, Sabine Schmidt ist für Sie in der ganzen Region unterwegs. In unserem Tierarzt-Tipp erfahren Sie alles, was Sie im Ernstfall über Ihr Haustier wissen sollten. Foto & Co. jeden Sonntag ab 17.30 Uhr auf Baden TV. Demnächst bei uns im Programm das Kobus Wirtschaftsbarometer mit Zahlen, Fakten, Hintergründen über Politik, Handel und Wirtschaft erhalten Sie wöchentlich in unserem Magazin Kobus Wirtschaftsbarometer Baden-Württemberg. Schalten Sie ein, immer freitags ab 18.45 Uhr hier auf Baden TV. Schauen Sie rein. Bisschen Luxus wäre toll, aber das geben meine Zinsen nicht her. Yeah. Klar wollen wir bauen, aber versuchen Sie mal eine günstige Finanzierung zu finden. Top-Konditionen ohne Risiko. Die PSD Bank bringt Sie mit Sicherheit ans Ziel. PSD Bank.
Hier ist günstig, sicher. Und damit schalten wir direkt nach draußen weiter in den Höpfner Burggarten zu meiner Kollegin Isabelle Chagnon. Wen hast du am Mikrofon und vor der Kamera, Isabelle? Ja, meine nächsten Gesprächspartner sind Michael Obert, Bürgermeister von Karlsruhe, und Achim Winkel von der KVV. Ja, die Landtagswahlen, die sind ja vorbei, die Koalitionsverträge sind beschlossen und am 12. Mai soll ja Winfried Kretschmann als neuer Ministerpräsident gewählt worden. Es gab ja diese berühmte Aussage da, dass weniger Autos in Baden-Württemberg produziert werden sollten. Jetzt hat er gesagt, okay, die Aussage nehme ich zurück. Er möchte jetzt die Autosindustrie sogar unterstützen und umweltfreundliche Autos fördern. Was ging denn da in Ihrem Kopf vor, als Sie das erste Mal gehört haben, es soll in Baden-Württemberg weniger Autos produziert werden? Ja, man denkt zunächst natürlich, dass das im Autoland Baden-Württemberg vielleicht ein kleiner Rohrkrepierer sein könnte. Aber wenn es um vernünftige Verkehrspolitik geht, dann geht es nicht so sehr darum, wie viele Autos produziert werden, sondern dass man die einzelnen Verkehrsmittel vernünftig gebraucht. Beispielsweise ist das Fahrrad im Umkreis von 5 Kilometern das schnellste Verkehrsmittel, was viele nicht wissen. Also ist es eher sinnvoll, dort mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen oder auch Bahn zu fahren. Und auf längere Strecken, vor allen Dingen in der Fläche, ist nun mal das Auto das bessere, das schnellere, das bequemere Verkehrsmittel. Also auch nicht die Deutsche Bahn dort? Ich sagte ja in der Fläche. Also wenn Sie jetzt von Karlsruhe nach Mannheim oder von Karlsruhe nach Frankfurt oder Köln fahren und klar ein Ziel vor Augen haben, dann ist sicherlich die Bahn ein sehr gutes Verkehrsmittel. Aber wenn Sie in die Fläche gehen oder verschiedene Ziele ansteuern wollen, dann ist es eben das Auto. Jedes Verkehrsmittel hat seinen Sinn. Was sagen Sie denn, ist das eine gute Idee, die Autos noch umweltfreundlicher zu machen? Und glauben Sie, das kann man auch wirklich möglichst bald auch auf den Weg bringen? Man kann das machen, wobei ich nach wie vor ein Anhänger des Verbrennungsmotors bin. Der ist zu optimieren. Das ist eine Technik, die ist als Automotor 125 Jahre alt, als Motor noch viel älter. Das kann man noch optimieren, dass man andere Verbräuche hat. Ich halte gar nichts davon, Essen in den Tank zu stecken beispielsweise. Also umweltfreundlicher kann man das machen. Ich glaube, da kann die Automobilindustrie auch noch ein bisschen mehr Power gebrauchen. Das hängt natürlich auch ein bisschen vom Markt ab, der das verlangen muss. Herr Winkel, Sie sind ja von der KVV. Hand aufs Herz, wie sieht es bei Ihnen aus? Fahren Sie viel Auto oder viel Bahn? Also ich fahre auch einen gesunden Mix, denke ich mal. Ich fahre Bahn beispielsweise zur Arbeit, weil es sich anbietet. Ich wohne in Karlsruhe und arbeite in Karlsruhe. Da bietet sich die Bahn an, vor allen Dingen im Winter. Es gibt aber auch dann mal die Alternative, quer durch den Wald zu fahren mit dem Fahrrad. Das mache ich dann auch gerne. Aber wenn es eben auch um Dinge in der Fläche geht, nehme ich auch mal gerne das Auto. Das ist gar kein Problem. Wie sieht es denn hier in Karlsruhe aus? Wäre denn es möglich, dass man wirklich, sage ich mal, 2-3 Wochen das ausprobieren könnte, wirklich Tage ohne Autos hier zu verbringen, zu testen? Geht das im Moment hier mit der KVV? Also der Karlsruher Verkehrsverbund hat ja sogar schon verschiedene Aktionen gestartet. Das Fastenticket ist jetzt gerade wieder vorbei gewesen, das war ja vor Ostern. Das sind bewusst Tarifangebote an unsere Fahrgäste oder an die noch nicht Fahrgäste, einfach mal zu sagen, lasst euer Auto stehen, kauft euch eine in dem Fall sehr vergünstigte Fahrkarte für eine Woche, für einen Monat. Sowas in der Art hatten wir ja schon immer mal wieder. Und wir haben gesehen, dass aus diesen Aktionen heraus uns tatsächlich auch neue Dauerkunden erwachsen, einfach weil die Menschen sehen, es geht auch ohne Auto, zumindest wenn es um die alltäglichen Dinge geht, sei es, dass ich jetzt jeden Tag in die Schule fahre oder jeden Tag zur Arbeit fahre oder auch jeden Tag einfach nur so in die Stadt fahre, um da was zu besorgen. Die Menschen sehen, die Bahn ist da eine sicherlich sehr preisgünstige Alternative. Ich kann auch verweisen im Moment auf die absolut horrenden Benzinpreise. Sowas führt uns immer wieder Kunden zu, die dann auch merken, hoppla, es geht auch so ganz gut. Ja, damit gebe ich zurück ins Studio. Ja, danke schön, Isabelle Scheuer. Ich glaube, wir schalten nachher nochmal zu dir. Bei mir wieder Baden-TV-Geschäftsführer Max Barth. Max, wir haben viel über unser Programm jetzt schon gesprochen, auch über Kooperationen mit dem Rhein-Neckar-Fernsehen zum Beispiel. Das ist nicht alles. Wir wollen freundschaftlich mit allen Medien zusammenarbeiten. Ist nicht selbstverständlich. Nee, also schon mal so, an sich ist es eine tolle Sache, dass man untereinander kollegial sich verhält und zusammenarbeitet, wo es irgendwie geht, vor Ort, an der Front, sage ich jetzt mal, wenn die Kollegen draußen sind, also auch mit anderen Medien, mit anderen Zeitungen, Radiosendern. Aber es gibt eben auch noch engere Kooperationen und das versuchen wir auch, weil eigentlich spielt man doch eben in unterschiedlichen, auf unterschiedlichen Plattformen. Ja. Zum Beispiel mit der Neuen Welle haben wir eine tolle Kooperation mit den Nachrichten morgens. Da haben wir die Nachrichten, die dort in der Primetime, ja, also für die Radio Primetime dort produzieren, die laufen parallel dann auch bei uns im Fernsehprogramm. Das tut sich nicht weh, weil die Menschen, die morgens Radio hören, die gucken bestimmt kein Fernsehen und umgekehrt. Das ist eine schöne Kooperation mit dem RNF, also Rhein-Neckar-Fernsehen. Bert Siegelmann war vorhin schon
Programm. Dann machen wir auch Programmaustausch, weil es doch immer wieder auch eine gewisse Nähe gibt, auch von den Themen her. Die Regionen wachsen immer mehr zusammen, Metropolregion Rhein-Neckar und wir. Über die Industrie- und Handelskammer gibt es zum Beispiel zum Teil Kontakte. Also da ist einiges angestrebt, auch mit den Zeitungen hier. Nachher haben wir eine Presserunde. Da werden wir uns mit einigen Kollegen unterhalten über das eine oder andere. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, am meisten eigentlich. Was wir auch noch ansprechen können, ist die Sportberichterstattung. Auch da gibt es eine ganz besondere Kooperation. Sport in Baden TV ist im Boot. Das ist richtig. Das ist so sehr, sehr, schon sehr eng verbunden eigentlich. Günter Knappe, der mit mir Geschäftsführer ist, mit dem ich bin ein sehr gutes Team. Wir ergänzen uns perfekt in vielen Dingen. Er ist auch gleichzeitig für den Sender Sport in Baden TV zuständig und die liefern uns den Sport zu. Das machen die schon die ganze Zeit. Also die produzieren schon die ganze Zeit Sport aus der Region, kennen sich hier sehr gut aus. Die meisten, die hier in der Region irgendwie Sport betreiben, haben schon mal mit diesem Sender zu tun gehabt. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass wir diese Nähe zu solch einem fachlich kompetenten Medium haben. Wenn wir die Programminhalte von Baden TV noch mal kurz zusammenraffen können. Ich denke, wir haben ja nicht gesagt, wir machen einen Fernsehsender und senden irgendwas. Wir haben da schon genau geschaut. Ja. Was möchten die Leute sehen im Regionalfernsehen? Was möchten sie denn sehen? Also wir haben tatsächlich eine Marktforschung gemacht, eine Marktanalyse im Vorfeld zum Sendestart mit unserem Partner Corpus Marktforschung und haben dort festgestellt, eruiert, welche Menschen, welche Zielgruppen schauen gern welches Programm an und zu welcher Uhrzeit und haben versucht, unser Programm danach zu optimieren. Jetzt haben wir wirklich versucht, für alle Zielgruppen was zu bieten. Das geht natürlich nicht für jeden, aber wir versuchen es zumindest. Wir haben es schon erwähnt, eine schöne Tiersendung, wir haben ein tolles Wirtschaftsmagazin, was wir schon produziert haben mit Marktforschung als Themen. Wir bieten aber auch künftig noch weitere Wirtschaftsthemen. Das bauen wir noch ein bisschen mehr auf, den Bereich für die Unternehmen. Da wird es zum 1. Juli noch einen Launch geben, unseres Magazin Karlsruher Wirtschaftsspiegel. Also da haben wir einige Dinge, die wir dann, Kultur haben wir noch im Programm, also einige Dinge, wo wir wirklich auch Fokus setzen auf Spezialgebiete. Max, danke schön, dass du nochmal bei uns warst. Dich sehen wir nachher wieder im Pressestammtisch, im ersten Pressestammtisch hier bei Baden TV. Pressrunde, aber vorbei. Pressrunde, es tut mir leid. Wir sind noch am Namen etabliert, da kannst du nicht wissen. Es kann passieren. Jedenfalls danke, dass du erst nochmal da warst. Wir wollen uns unsere Heimat nochmal etwas genauer anschauen. Der Burggarten ist hier um die Ecke, das haben wir eben schon gesehen. Und wir von Baden TV sind zu Hause im alten Malzwerk in Karlsruhe in der Oststadt. Das ist eine ganz spannende Geschichte hier in der Brauerei Höpfner. Da war für die Malztenne, da wird aufgeweichtes Getreide gelagert zum Keimen. Das ist mittlerweile in diesem Gebäude nicht mehr der Fall. Das wird nicht mehr benötigt. Diese Räumlichkeiten standen deshalb leer. Altes Gemäuer mit sehr, sehr viel Charme. Und dieses Gemäuer ist jetzt Zentrum für ganz zukunftsträchtige Ideen. Über 100 Jahre ist sie schon alt, die Höpfner Burg. Als Friedrich Höpfner die Bierproduktion von der Kaiserstraße in die Heid- und Neustraße verlegte, herrschte im alten Malzwerk Hochbetrieb. Auf rund 2700 Quadratmetern Tennfläche stellten die Mitarbeiter das Malz selbst her. Also die Brauerei hatte etwa 500 Mitarbeiter im Jahr 1914. Das waren halt noch andere Zeiten, wo man sehr viele Leute hatte, wo alles von Hand gemacht wurde und wo auch die meisten übrigens auf dem Gelände gewohnt haben. Der Schalander war damals die große Kantine. Der technische Fortschritt ermöglichte es, die Malzproduktion in das fast vollautomatische Werk 2 auf dem hinteren Brauereigelände zu verlagern. Heute bietet das alte Malzwerk Platz für neue Ideen. Aus der ehemaligen Produktionsstätte wird auf rund 4000 Quadratmetern ein Zentrum für Kreativschaffende. Neben uns, dem neuen Regionalsender Baden TV und dem Fotostudio Lichtwert, haben bereits weitere Firmen die außergewöhnlichen Räume für sich gesichert. Wir sind ein Hightech-Unternehmernetzwerk, als Gründernetzwerk ursprünglich 1997 gestartet und von daher war es natürlich naheliegend, dass wir in die neuen Räume als Hightech-Unternehmernetzwerk auch einziehen, um Old Economy aufzuzeigen, wie die New Economy sich auswirkt auf die Old Economy und dass hier die Zukunft steht der IT-Wirtschaft in Karlsruhe und in der Region. So, was wir sehr gut finden, ist die Nähe zu dem Forschungszentrum Informatik und der Universität, dass wir viel gemeinsam mit den beiden Institutionen machen und auch die Flair von diesem Gebäude kommt sehr gut an, besonders bei Kunden in den USA, die sagen, oh, Hamburg, das ist ja toll. Nicht nur Firmen profitieren von diesem neuen Gründerzentrum, welches 2012 fertiggestellt sein wird. Die erste Bürgermeisterin Margret Mergen sieht in dem Projekt Altes Malzwerk auch große Vorteile für die Stadt Karlsruhe. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Technologiefabrik vor über 25 Jahren im Grunde die erste Idee eines Gründerzentrums in Karlsruhe war,
in einer alten Nähmaschinenfabrik, in der Singer Nähmaschinenfabrik. Und über 300 junge Unternehmen sind dort groß geworden und inzwischen richtig wichtige Firmen geworden. Und in gleicher Weise ist es hilfreich, wenn wir zunehmend mehr Möglichkeiten haben, für diese jungen Leute, ob Frauen oder Männer von den Hochschulen, hier an die Hand genommen zu werden und in einer Umgebung sich entfalten können, die noch nicht zu perfekt ist, noch nicht zu modern, aber den jungen Leuten schon einen Rahmen gibt, wo sie Unternehmer werden können. Modernisierte Räume in einem nostalgischen Gebäude. Der ideale Ort, um sich kreativ zu entwickeln. Noch können Firmen Teil des neuen Gründerzentrums werden. Alle Informationen dazu gibt es unter www.altes-malzwerk.de. Und gleich wird's hier bei uns in der Runde ziemlich musikalisch. Vorher schalten wir aber nochmal live nach draußen in den Höpfner Burggarten. Dort steht meine Kollegin Isabel Scheuer. Ja, mein nächster Gesprächspartner ist jetzt Johannes Wagner vom Wochenblatt. Herr Wagner, wie hat es denn Ihnen heute gefallen bis jetzt der Sendestart? Hier ist so eine rundum gelungene Sache. Das Wetter spielt mit. 1. Mai, der ideale Start natürlich für einen regionalen Fernsehsender. Eine tolle Sache. Was erwarten Sie denn von uns, von Baden TV? Ich erwarte, dass natürlich die Region abgebildet wird, dass die Region wiedergegeben wird, dass man Themen aufgreift, die aktuell sind und dass man auch sicherlich das ein oder andere kritisch hinterfragt und somit die Region den richtigen Platz gibt. Es gibt ja zukünftig auch eine Zusammenarbeit. Wie sieht ihr denn aus? Was ist dort alles geplant? Es ist relativ einfach, mit dem Wochenblatt und Baden TV diese Kooperation zu machen. Es gibt ja zum Beispiel die Interviews, die kann man gemeinsam machen, dass ein Teil des Interviews dann bei Baden TV on air ist. Und zum anderen dann mittwochs im Wochenblatt zum Beispiel dann ein ganz anderer Aspekt hinterfragt wird. So kann man sich in der Regel schon recht gut ergänzen. Vielen Dank, Herr Wagner. Dankeschön, Isabel, für diese Eindrücke nochmal von draußen. Die Sonne scheint ja immer noch ganz wunderbar. Nachher wird es im Burggarten draußen auch noch musikalisch. Wenn Sie also Lust haben, können Sie gerne noch vorbeikommen. Höpfner Burggarten in der Karlsruher Oststadt in der Heid- und Neustraße. Wir freuen uns, wenn Sie ein bisschen mit uns feiern. Und die dicken Kinder freuen sich, wenn Sie nachher vorbeikommen und zuhören. Denn ihr macht nachher Musik. Bei mir Chris Becker auf der einen Seite und Sanu Abraham auf der anderen Seite. Dicke Kinder, da klingelt es ganz kurz. Man muss ein bisschen zurückgehen. Harald Schmidt Show. Aus den 90ern richtig, irgendwann, genau. Da gab es die Kultserie Die dicken Kinder aus Landau. Genau. Ihr kommt lustigerweise auch aus Landau. Zum Großteil, ja. Zum Großteil. Die dicken Kinder ist natürlich kein sehr schmeichelhafter Name. Wie kommt man auf die Idee, sich dann so zu nennen? Na gut, als Gründungseinheit waren eben lauter Landau-Musiker auf einem Haufen. Und wenn eben jeder in ganz Deutschland zu einer gewissen Zeit zumindest die dicken Kinder mit Landau, wenn er Landau hört, assoziiert hat, war das der perfekte Name für die Band. Und weil wir eben was Besonderes sein wollen und eben auch mal ganz anders. Und man polarisiert natürlich mit dem Namen, ganz klar. Aber man sorgt auch immer für ein Schmunzeln und dementsprechend ist der Name eigentlich perfekt. Also ja. Ihr steht zu zweit hier bei mir. In Wirklichkeit seid ihr aber, wie viele? Also heute auf der Bühne sind wir 12 Mann, glaube ich. Okay. Der Pool der Musiker, der geht aber weit über die 90. Wird dann immer von Konzert zu Konzert zusammengestellt, je nachdem, wer programmmäßig dazu passt. Wir brauchen natürlich immer ein Grundsetup an Musikern, Schlagzeug, Bass, Gitarre und so weiter. Und viele Gastsänger eben. Und das macht den großen Pool aus. Was ist die Maximalzahl an Musikern, die auf einer Bühne zusammen Musik machen können, bevor es Chaos gibt? Abhängig von der Größe der Bühne. Wir können, also ich glaube, bei 300 sollten wir mal überlegen, ob die Statik mitmacht. Aber ansonsten ist das kein Problem. Also wir sind nach oben hin offen. Heute ein bisschen weniger. Chris, was für eine Art von Musik macht ihr? Können wir das in Worten kurz umreißen? Es ist Rock, Pop, Soul, Funk, Hip-Hop. Jazz. Es kommt wirklich drauf an. Also wir versuchen für jeden Besucher einen Mix oder für jede Veranstaltung einen Mix zu machen, dass quasi jeder Besucher sich angesprochen fühlt und seine Musik oder seinen Musikgeschmack entdeckt und auch sich mit der Veranstaltung genauso identifizieren kann. Und wenn man uns natürlich sagt, hey, wir möchten gerne irgendwie eine Soul- und Funk-Veranstaltung, also irgendwie, was weiß ich, einen schönen Abend, Soul und Funk. Dann gibt es eben Soul und Funk und dementsprechend wird die Band zusammengebastelt. Und heute? Heute ist immer mal ein bunten Mix aus allem. Also es kommt jeder auf seine Kosten. Ihr fangt nachher an zu spielen. Stören wir euch da jetzt ein bisschen in der Vorbereitung mit diesem Interview? Wie läuft das normalerweise ab vor so einem Auftritt? Das ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt hier stehen, weil ansonsten müssten wir jetzt aufbauen. Also das haben wir jetzt den Kollegen überlassen. Die schleppen jetzt die schweren Instrumente auf die Bühne und machen den Soundcheck. Und wir kommen dann ganz gemütlich, wie die Stars das eben machen, zu später Stunde auf die Bühne.
Ihr seid bekannt in der Region, über die Region hinaus, seid überall in Europa unterwegs. Sind denn Auftritte nahe an eurer Heimat doch noch was Besonderes für euch dann? Definitiv, ja. Wir haben ja auch in der Gegend angefangen, Live-Konzerte zu spielen. Das heißt, hier hat man sich auch die ersten, ich sag mal, Hörner abgestoßen, also die ersten kleinen Konzerte gespielt und ist gewachsen. Das heißt, man hat auch einen ganz besonderen Bezug hier zur Region und das freut uns natürlich, wenn wir zwischen den Konzerten in der Schweiz, Italien und wo auch immer auch hier in der Gegend spielen darf. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht auf eurer Homepage. Die sieht ganz schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung verfolgen konntet oder ob ihr ein bisschen im Stress wart die ganze Zeit. Baden TV, der neue regionale Fernsehsender. Wir setzen auf interaktive Inhalte. Facebook ist da ein Stichwort. Wir kommunizieren da mit den Zuschauern. Wie ist das bei euch? Nutzt ihr das auch für die Band, diese modernen Kommunikationswege? Ja, also definitiv. Bestes Beispiel ist, früher hat man nach einem Konzert tierisch viele Einträge im Gästebuch gehabt. Mhm. Heute ist es so, dass einfach nur noch der Gefällt-mir-Button bei Facebook gedrückt wird. Ja. Aber wir haben unglaublich viel Rückmeldungen über diese ganzen Netzwerke. Und wir sehen auch, dass uns da furchtbar viele Leute verfolgen, was wir überall machen. Zum Beispiel ist für uns halt Standard, wir kommen irgendwo an, dann wird das auch gepostet. Facebook, so dicke Kinder, jetzt Backstage, Höpfner Burg oder Schalanda oder irgendwas in der Richtung zum Beispiel. Das haben wir vorher natürlich auch direkt gemacht. Und dementsprechend sehen das natürlich die Leute bei uns auf dem Profil von dicken Kindern oder von den einzelnen Musikern und werden halt dementsprechend vielleicht dann auch nochmal aufmerksam. Das ist natürlich auch unsere Hoffnung, dass man einfach dadurch ein bisschen mehr noch streut, also eben auch das Interesse einfach dann auch wieder natürlich auf dieses Event dann lenkt. Ne? Und das funktioniert auf alle Fälle. Also wäre es definitiv ein Versäumnis, wenn man darauf verzichten würde, diesen Weg zu nutzen. Grundsätzlich, auf alle Fälle. Ja. Also das ist, ich meine, man kann sich dem Ganzen nicht verschließen, ja. Man merkt einfach, wie das immer wichtiger wird und gerade das Mediale, da kommt man einfach gar nicht mehr drum rum. Und früher hat man eben noch im Telefonbuch geblättert, heute klickt man mal schnell auf Google oder was weiß ich. Ne? Also von daher ist es einfach so. Ja, das Wetter ist ganz wunderbar draußen. Super. Ihr müsst arbeiten, wenn man es als Arbeit bezeichnen kann. Ist ja als Band meistens so, ne? Die anderen feiern, es ist Samstagabend, es ist ein Feiertag und ihr müsst dann auf die Bühne. Gewöhnt man sich dran? Ist das schade oder sagt man, das ist eigentlich Spaß? Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Arbeit, die wir machen, und der konventionellen Arbeit. Also der große Unterschied ist auch, dass diese Band aus einem großen Haufen an Freunden besteht. Ja. Das heißt, das Aufeinandertreffen, also wenn wir 10 Tage am Stück unterwegs sind, dann ist es wie eine Familie, die auf Urlaubsreise ist. Und natürlich hat man am Abend was zu tun, das ist richtig, aber tagsüber hat man dann doch sehr viel Zeit, die man miteinander verbringt. Und es ist keine Arbeit. Also wir haben sehr viel Spaß. Das ist also nicht irgendwie aufgesetzt gespielt oder irgendwas, sondern wir haben einfach sehr viel Spaß mit dem, was wir tun. Sind froh, das Privileg genießen zu können, quasi das Hobby zum Beruf zu machen. Und insofern ist es keine Arbeit. Wir freuen uns bei jedem Konzert. Und wenn ihr dann immer in wechselnder Zusammenstellung unterwegs seid, dann gibt es wahrscheinlich auch keinen Lagerkoller, oder? Nee, richtig. Das ist auch ein großer Vorteil. Also ihr versteht euch alle prächtig untereinander. Das ist vielleicht auch ein bisschen mit das Geheimnis bei der Band, dass einfach eben nicht nur Kollegen zusammenstehen, sondern eben auch Freunde oder Leute, die sich einfach freuen, miteinander auf der Bühne zu stehen. Und das ist ja, also die Energie, glaube ich, die können wir später auch zeigen. Also wenn ihr nachher vielleicht Zeit habt, kommt einfach alle vorbei, ne? Auf ein Bierchen. Wir würden uns freuen, wenn alle mitfeiern. Ihr habt es jetzt gesagt, ihr müsst draußen nicht mit aufbauen. Ich glaube, ihr wart aber natürlich trotzdem vielleicht schon mal draußen. Bedingt. Bedingt. Also ihr könnt mir nicht sagen, wie die Leute drauf sind. Das noch nicht, nee. Wir wurden ja direkt abgefangen und gleich eine Maske geschickt. Ja. Aber kann man sagen, ihr habt ja hier in Karlsruhe mit Sicherheit auch schon Auftritte gehabt. Sind die Badener generell ein Publikum, das mitgeht, oder muss man da erstmal ein bisschen aufheizen? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich gehe schwer davon schon aus. Die können also schon. Unabhängig, ob die Badener jetzt ein gutes oder ein schlechtes Publikum sind. Also diese Band macht aus jedem Publikum ein fantastisches Publikum. Wir sind sehr gespannt. Nachher könnt ihr das unter Beweis stellen. Dankeschön, dass ihr vor eurem Auftritt hier bei uns wart. Jetzt müsst ihr schnell nach draußen. Vielleicht gibt es noch ein paar Kisten, die übrig geblieben sind. Alles klar, ich noch denke nicht. Könnt. Dankeschön. So, und wir machen weiter mit einem Beitrag und schauen ein bisschen voraus auf das, was da programmlich auf die Region, auf Sie und auf uns alle zukommt. Ein wichtiger Bestandteil im Programm von Baden TV ist die bekannte Karlsruher Runde. Sie ist wieder da. Sie läuft bei uns bei Baden TV. Dr. Friedrich Georg Höpfner begrüßt prominente Gäste aus Wirtschaft, aus Kultur, aus Politik und diskutiert in entspannter Atmosphäre mit ihnen. Es wurden schon ein paar Folgen produziert und wir haben mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Musik
Der Höpfnerscher Lander wappnet sich für eine neue Runde des Karlsruher Talks. Mittendrin Moderator Friedrich Höpfner. Seit Jahren freut er sich auf jede neue Gesprächsrunde. Langweilig? Fehlanzeige. Das Schöne an der Karlsruher Runde sind die Menschen, die man trifft. Ich habe die Gelegenheit, fast alle interessanten Menschen in der Region im Laufe der Jahre zu treffen und auch viele, die von auswärts reinkommen. Einzelgespräche, Diskussionen, Problemthemen, nur reine Darstellungsthemen. Also das ist einfach interessant durch die Vielfalt und durch die Menschen. Die Themen der Runde sind auch in der neuen Staffel wieder so vielfältig wie die Fächerstadt selbst. Ob Lokalpolitik und Frauenquote, Intendantenwechsel am Staatstheater oder Erfindergeist der jungen kreativen Köpfe der Stadt. Bei Friedrich Höpfner kommt jeder zu Wort. Lokale Köpfe, lokale Themen, lokale Kontroversen. Es werden Fragen gestellt, aber es wird eben auch der Dialog zugelassen. Das Gespräch darf manchmal auch wirklich seinen Lauf nehmen. Also es wird dann nicht gleich Einhalt geboten und wieder zurück zur Frage. Hier in Karlsruhe mit Menschen aus Karlsruhe über aktuelle Themen, die uns alle hier interessieren, zu diskutieren. Und das abends daheim auf dem Sofa sehen zu können und zu wissen, Mensch, die reden über meine Stadt und die kenne ich auch oder die habe ich schon mal gesehen. Finde ich gut, tolle Idee, mache ich gerne mit. Obwohl sich Friedrich Höpfner natürlich über jeden seiner Gäste freut, so gibt es dann doch noch einen geheimen Wunsch des Moderators. Microsoft-Gründer Bill Gates in der Internethauptstadt Deutschlands begrüßen zu dürfen. Wir sind gespannt, ob und wann es dann im Schalande heißt. Herzlich willkommen zur Karlsruher Runde und welcome Mr. Gates. Und wir schalten nochmal nach draußen in den Höpfner Burggarten. Dort steht meine Kollegin Karima Sell. Und ich glaube, es geht um unser sportliches Sorgenkind hier in der Region, um den KSC. Karima. Ja, ganz genau. Und deshalb steht hier auch eine KSC-Männerrunde. Günther Bilarski. Am Freitag hat der KSC 2:2 unentschieden gespielt gegen Fortuna Düsseldorf. Wie ist denn momentan die Stimmung? Naja, die Stimmung ist natürlich nicht sehr gut. Das ist auch verständlich. Man hatte ja Chancen eigentlich. Müsste man das Spiel gewinnen, auch in Oberhausen sollte man eigentlich verlieren. Aber Gott sei Dank ist es so, dass auch unsere Konkurrenten, die unter uns stehen, nicht gewonnen haben. Und so hoffen wir doch, dass wir jetzt mit dem nächsten Spiel in Bielefeld, auch wenn wir nur einen Punkt holen und zu Hause nochmal gewinnen gegen Union Berlin, dann den Klassenerhalt schaffen. Ja. Axel Batiani, wie wird es denn aussehen, Ihrer Meinung nach? 2:2 oder ein anderes Endspiel? Also ich wäre ein schlechter Marketingmann, wenn ich an Unentschieden denken würde. Ich traue der Mannschaft wirklich auch 2 Siege zu. Und wenn man die Form gesehen hat der letzten Spiele, ist es durchaus machbar, wenn wir die individuellen Fehler abschalten. Letztes Spiel ist ja auch ein Heimspiel. Möchten Sie irgendwas den Fans da draußen mit auf den Weg geben? Wie sollen Sie Ihr Team unterstützen? Also die Fans unterstützen unser Team immer sensationell. Und es soll an und für sich so bleiben. Ich wünsche mir nur ein ausverkauftes Stadion. Und Sie, Herr Pilarski? Auch. Wir haben also wirklich tolle Fans in Karlsruhe. Und jetzt auch nach Bielefeld. Es werden sehr viele Fans mitgehen. Der KSC hat das auch unterstützt. Hat die Karten gekauft für Bielefeld, die Eintrittskarten. So dass wir dort ja. Mit der Impfung hier muss ich reinstecken, ne? Oh. Das letzte Spiel ist ja am 15. Mai gegen Union Berlin. Ist es denn eine starke Konkurrenz? Ja, was heißt starke Konkurrenz? Wir müssen einfach mal etwas selbstbewusster sein. Und Karlsruher SC gegen Union Berlin, da darf es nur einen Sieger geben, der KSC. Sorry, so ist es. Und deshalb drücken wir denen auch die Daumen. Der Sendestart von Baden TV wird Ihnen präsentiert von Kabel BW. Peterstahler, die Mineralquelle aus dem Schwarzwald. Und EFA Tankstellenbetriebe. Kabarett bei Baden TV.